Auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich möchte, wie schon gesagt wurde, über den Digital Diversity Hub sprechen. Doch bevor ich das tue, möchte ich erst unsere ganzen Datenbanken einmal kurz vorstellen und auch das Institut mit dem furchtbar langen Namen einmal vorstellen. Das ist nämlich die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, die DSMZ. Und was ihr hier sehen könnt, ist das Hauptgebäude in Braunschweig. Wir haben aber noch mehrere Außenposten, auch in Braunschweig und teilweise auch in Bremen. Uns gibt es eine ganze Weile und wie der Name schon andeutet, sind wir eine Sammlung. Wir sind eine der größten Sammlungen von Mikroorganismen und Zellkulturen der Welt. Das ist ganz wichtig zu wissen, für auch den restlichen Vortrag, denn wir beschäftigen uns ganz viel mit unterschiedlichsten Zell- und Mikroorganismensammlungen. Und wir bieten auch unterschiedlichste Services dazu an, verschiedene Dienstleistungen, zum Beispiel zur Identifizierung, Charakterisierung von biologischem Material. Wir machen natürlich auch selbst Forschung mit den Ressourcen, die wir so sammeln, in den Bereichen beispielsweise mikrobielle Taxonomie, biologische Vielfalt und Genomik und Bioinformatik. Und worüber ich heute hauptsächlich reden möchte, ist ein relativ neues Standbein der DSMZ. So neu gar nicht insgesamt, aber dass das Ganze so systematisch aufgezogen wird, das ist relativ neu. Damit haben wir letztes Jahr im großen Stil angefangen. Das ist nämlich die digitale Infrastruktur. Die läuft unter dem Stichwort DSMZ Digital Diversity. Und was das halt ist und was da alles dazugehört, das möchte ich heute in meinem Vortrag ein wenig beleuchten. Wir haben in der DSMZ eine ganze Reihe verschiedener Datenbanken der Lebenswissenschaften, die man hier alle so schön bunt aufgelistet hat. Bevor ich aber über die Digital Diversity, die hier im Zentrum steht, reden möchte, möchte ich einmal in einem Schnelldurchlauf all diese Datenbanken euch vorstellen. Das Ziel ist gar nicht unbedingt, dass ihr euch jetzt sofort alle merken könnt, was für Datenbanken das sind und was der Kern jeder Datenbank ist und so weiter. Mein Ziel ist es, dass ihr von jeder Datenbank einmal kurz gehört habt, dass ihr wisst, sowas gibt es bei der DSMZ und dass ihr vielleicht auch versteht, warum wir gerade so viel Zeit und so viel Ressourcen auch in die Datenintegration stecken. Doch erstmal, bevor ich überhaupt anfange, über Datenbanken zu reden, möchte ich eine Frage adressieren, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, nämlich warum eigentlich? Warum an einer quasi an einer Sammlung, an einer Zellkulturensammlung, an einer Mikroorganismenkulturensammlung. Warum Datenbanken? Wo kommt das eigentlich her? Wie kommt es dazu zustande? Und die Antwort ist ganz einfach. Denn angefangen hat alles mit ganz viel Papier. Nämlich vor den 2000er Jahren, Leute, die sich da mit Mikroorganismen beschäftigt haben, werden wissen, da gab es immer diese Kataloge von den verschiedenen Zellsammlungen. Die haben wir hier auch noch bei uns in der Bibliothek liegen. Und da fand man jede Menge Informationen. Welche Stämme sind denn überhaupt verfügbar, bei welcher Zellsammlung? Was für Namen haben die? Was für Synonyme gibt es dort? Wie kann man die eigentlich kultivieren? Da waren ganze Rezeptlisten von Medien drin in diesen Katalogen. Auch Synonyme im Sinne von anderen Zellsammlungen, ne? Wenn ich einen Stamm von der DSMZ habe, welcher Stamm ist genau der gleiche in einer anderen Sammlung und auch was ist denn alles so bekannt, also was gibt es für Literatur zu den Stämmen. Hier auf der rechten Seite sieht man auch, wie so ein Katalogeintrag damals ausgesehen hat. Das ist schon eine Weile her. Mittlerweile ist das natürlich alles digital, das heißt, man hat den Katalog immer noch, allerdings online und auch sehr viel mehr Informationen, die dann auch schon wieder ein bisschen mehr verlinkt sind und so. Es ist natürlich deutlich komfortabler, als sich am Papier zu schneiden. Doch auch das, all diese Informationen sind nur die Spitze des Eisbergs. Das sagt mein Kollege Lorenz Reimer immer ganz gern, dass die Spitze des Eisbergs, wir haben hier an der DSMZ sehr, sehr viel mehr Informationen. Es werden sehr viel mehr Informationen zu diesen Stämmen gesammelt. Und da sind wir nicht die Einzigen. Alle Zellsammlungen haben noch deutlich mehr Informationen zu ihren Stämmen, als im Katalog zu sehen ist. Das war damals die Motivation, unsere allererste große Datenbank hier zu gründen. In 2012 ist Backdive entstanden. Damals sah das so aus und hat so ein bisschen an Google erinnert. Das war wohl auch beabsichtigt, wie man mir gesagt hat. Und das hat schon damals sehr viele umfangreiche Informationen zu Bakterien geliefert.
Damals kamen die Daten aber hauptsächlich halt noch von der DSMZ und ein paar kleineren privaten Sammlungen. Das ist heute eigentlich nicht mehr so. Heutzutage wird die Datenbank immer noch sehr aktiv weiterentwickelt. Gerade letztes Jahr wurde sie auch zur Elixir Core Data Resource und Global Core Biodata Resource ernannt. Und Backdive bietet integrierte und standardisierte Daten zu prokaryotischen Stämmen aller Art, nicht nur die von der DSMZ, sondern halt eben auch von vielen anderen Sammlungen. Man findet dort Daten zu Morphologie, Physiologie, Metabolismus, Kultivierungsbedingungen, Isolation Sources und so weiter. Also ganz viele verschiedene Daten, die alle zu irgendwelchen bakteriellen und archaeellen Stämmen verfügbar sind. Insgesamt fast 100.000 Stämme zu mehr als 20.000 Spezies, also mittlerweile wirklich eine ganz schöne Sammlung. Und hier hervorzuheben ist auch, dass es auch programmatischen Zugriff auf diese Daten gibt über eine REST-API, ganz neu auch über einen Sparkle-Endpunkt. Und wir haben auch AI-Predictions in Backdive. Und falls ihr dazu mehr wissen wollt, würde ich empfehlen, meinen Bioarchive-Artikel darüber zu lesen. Die nächste Datenbank, die ich euch vorstellen möchte, existiert auch schon ein bisschen länger, kam aber erst in 2019 an die DSMZ, als sie mit einem vorhergehenden Webservice namens PLU zusammengemerged wurde. Das ist LPSN, List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature. Und das ist eigentlich mehr ein Service, für der Realtime up-to-date Nomenklatur von Prokaryoten bietet. Das heißt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie das Bakterium, mit dem man sich gerade beschäftigt, eigentlich mal hieß oder wie es jetzt zurzeit heißt, das ändert sich ja doch schon ein bisschen häufiger mal, dann kann man immer in LPSN nachgucken. Und das Wichtige hier ist, dass es auch eine REST-API gibt. Also das heißt, man kann die Daten auch elektronisch abgreifen, um beispielsweise diesen Service dann auch bei sich selbst einzubinden, wenn das wichtig ist, dass die Bakterien immer den aktuellsten Namen haben. Mittlerweile haben wir mehr als 25.000 valide beschriebene Speziesnamen da drin, aber LPSN enthält auch alle möglichen anderen, die nicht nur valide beschriebenen sind. Passend dazu gibt es auch noch ein eng verwandtes Tool, eng verwoben. Das ist der TYGS, der Type-Strain Genome Server. Der wurde 2019 entwickelt. Und dabei handelt es sich eigentlich mehr weniger um eine Datenbank als vielmehr um ein Tool, eine Analyseplattform, um High-Throughput genombasierte Taxonomie durchzuführen. Das heißt, man kann dort seine Genome hochladen und bekommt dann interaktive Ergebnisse zurück, zum Beispiel auch solche phylogenetischen Bäume, die dort berechnet werden. Und das Ganze basiert auf den qualitativ hochwertigen Genomen von mehr als 21.000 Typstämmen und kann eben halt auch über eine REST-API angesteuert werden. Also falls ihr euch gerne mal damit beschäftigen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten eine der Datenbanken, die ich tatsächlich entwickelt habe in meiner Zeit hier in der DSMZ, ist MediaDive. Das ist eine Datenbank zu Kultivierungsmedien und Wachstumsbedingungen. Und hat sich mittlerweile auch zu einer Toolbox weiterentwickelt, weil man eben nicht nur die ganzen Medien hat, sondern man kann auch eigene Medien dort erstellen und hochladen. Und wir arbeiten auch immer noch an der Medienvorhersage, der KI-gestützten Medienvorhersage. Was ihr hier finden könnt, sind Medienrezepte von verschiedenen Sammlungen, so wie die DSMZ, aber halt auch eben von Individuen, die ihre Medien direkt dort erstellt und hochgeladen haben. Und wir haben hier mittlerweile über 3.300 Kultivierungsmedien und Wachstumsdaten für mehr als 45.000 Stämme. Genau, das ist einfach nur mal so ein Überblick. Natürlich sind die meisten Bakterien, weil die einfach auf einer Vielzahl von verschiedenen Medien auch kultiviert werden können und weil die DSMZ einfach auf Bakterien auch spezialisiert ist ein Stück weit. Aber wir haben auch beispielsweise Algen und Protisten und verschiedene Pilze inklusive natürlich Hefen. CellDive ist etwas anders als die anderen Datenbanken, weil es sich mit einer komplett anderen, ich sag mal, Organismengruppe beschäftigt, nämlich mit menschlichen und tierischen Zelllinien. Ist immer ein bisschen schwierig, das dann mit den anderen Sachen unter einen Hut zu bekommen, weil es wirklich so komplett anders ist. Was CellDive bietet, ist eine Toolbox für vor allem mit dem Schwerpunkt auf der Auswahl von spezifischen Zelllinienmodellen.
Zerlinienmodellen. Das bedeutet, CellDive bietet verschiedenste RNA-Seq-Datensätze, die man halt auch verschiedenst analysieren und zusammenklicken kann. Es bietet Datensätze fürs HLA-Typing, auch Zelllinienauthentifizierung mittels STR-Profilen ist möglich in CellDive. Und wir haben mittlerweile mehr als 920 Zelllinien, wovon allerdings nur für 139 zurzeit RNA-Datensätze, RNA-Seq-Datensätze vorhanden sind. Da arbeiten wir auch im Moment noch dran. Eine weitere Datenbank, die sich von den ursprünglichen bakteriellen und prokaryotischen Datenbanken etwas entfernt, ist FageDive. Das ist auch eine relativ neue Datenbank, ist 2022 entwickelt worden und der Fokus liegt, wie der Name schon vermuten lässt, auf Bakteriophagen und archaeellen Viren. Auch hier haben wir standardisierte Informationen über Taxonomie, Isolation und so weiter. Wie man es halt auch schon von Backdive quasi kennt, deshalb auch diese Namensverwandtschaft. Auch hier gibt es erweiterte Suchfunktionen und einen ziemlich coolen Genome-Browser, in dem man sich dann eigentlich auch das ganze Genom ein bisschen detaillierter anschauen kann. Und das Besondere an dieser Datenbank ist auch, dass alle Phagen, die man dort findet, über Kultursammlungen verfügbar sind. Das heißt, man kann die auch irgendwo kaufen, um sie dann für die eigene Forschung zu verwenden. Zurzeit gibt es da über 1100 Phagen. Eine Datenbank, die jetzt hier in der Liste vielleicht für den einen oder anderen überraschend ist, ist Brenner. Denn Brenner existiert schon seit 1987, also schon seit einer ganz schönen Zeit. Ihr habt ja auch gehört, dass ich auch selber mal für Brenner gearbeitet habe. Das ist wirklich eine sehr große und umfangreiche Datenbank, die sich mit Enzymen, Liganden und Stoffwechselwegen beschäftigt. Die existiert schon so lange, sie ist aber erst letztes Jahr an die DSMZ gekommen im Rahmen dieser Digital Diversity Initiative, die ich schon erwähnt habe. Und was Brenner euch halt eben bietet, sind alle möglichen Daten, die man sich nur vorstellen kann, die irgendwas mit Enzymen zu tun haben. Beispielsweise halt auch die ganzen Liganden, die ganzen kinetischen Informationen. Und eben halt auch die Stoffwechselkarten, die man hier so schön sieht. Brenner basiert auf mehr als 160.000 manuell annotierten Referenzen, also ein richtiger Datenschatz, der dahinter liegt. Und was halt ebenfalls auch besonders und hier hervorzuheben ist, ist, dass Brenner sehr viele verschiedene Tools noch an die Hand gibt, um mit diesen Daten zu arbeiten. Da habe ich hier jetzt nur mal vier aufgelistet. Es gibt aber noch mehr, die keine so fancy Logos haben. Eine weitere Datenbank, die wir letztes Jahr quasi adoptiert haben, ist die Silva-Datenbank. Die existiert auch schon seit 2007, ebenfalls ein großer Datenschatz. Und da dreht sich halt alles um RRNA-Sequenzen. Wie der Titel hier auch schon so schön zeigt, Quality Controlled. Das heißt, das wirklich beinhaltet ganz viel auch manuelle Kuration der Taxonomie, der Sequenzdaten und bietet halt eben auch ganz viele verschiedene Webtools, um mit diesen Daten zu arbeiten. Ich glaube, ein ganz bekanntes ist auch Silva NGS. Das ist ein Analyseservice für Next Generation Sequencing Daten. Mittlerweile auch wirklich über 10 Millionen Sequenzen SSUs. Das sind die kleinen Untereinheiten der RNA und LSUs sind entsprechend dann die großen Untereinheiten der RNA. Die nächste Datenbank hier in der Liste, und ich glaube, es müsste die letzte sein, ist Straininfo. Das ist ein Webservice, den es schon vorher mal gegeben hat. Der wurde 2007 schon von Peter da Wind ins Leben gerufen, ist dann allerdings leider out of funding gelaufen und wurde im vergangenen Jahr von Kollegen hier an der DSMZ wiederbelebt und halt komplett neu implementiert. Ich finde, das ist auch ganz hübsch geworden. Und das ist ein Service, um Microbial Strain Identity aufzulösen. Das bedeutet, wir haben hier verschiedene Namen unterschiedlichster Art. Das können zum Beispiel Sequenznamen sein, das können quasi Culture Collection Numbers sein und Strain Designations. Und die alle lösen eigentlich auf den gleichen Stamm auf. Und um das so ein bisschen
in den Griff zu bekommen und zu verstehen. Wir reden alle über den gleichen Stamm, aber wir benutzen alle unterschiedliichen Namen dafür. Dafür existiert Strain Info. Da kann man alle integrierten Daten haben für, wie man hier lesen kann, 290.000 Stämme. Gibt es über 680.000 quasi Synonyme, wenn man es so nimmt. Das Ganze ist auch über eine REST-API verknüpfbar. Und ja, also falls ihr da Interesse dran habt, würde ich euch auch ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren und Feedback zu liefern. So, jetzt habe ich quasi einen Roundhouse-Kick durch all unsere verschiedenen Datenbanken gemacht. Jetzt möchte ich ganz kurz die Gelegenheit nutzen, auch über DCMC Digital Diversity zu reden. Man sieht hier, das ist so ein bisschen im Zentrum dieser ganzen Geschichte. Und worum es dabei wirklich geht, ist ganz klein belabelt dieses wichtige Wort Datenintegration. Aber was ist Datenintegration in diesem Fall überhaupt? Was bedeutet das? Worauf wollen wir hinaus? Denn die Daten in unseren Datenbanken sind tatsächlich schon in großen Teilen miteinander verknüpft. Einmal einander. Ja, wir haben beispielsweise in Backdive haben wir Links zu Brenda, in Brenda haben wir Links zu Silver und all solche Geschichten. Es gibt immer wieder verschiedenste Links zwischen den Datenbanken, auch mit externen Datenbanken. Allerdings sind sie noch nicht integriert in dem Sinne. Sie reden noch nicht aktiv miteinander. Denn Integration, die passiert nicht auf Datenbank-Level, sondern auf Entitäten-Level. Das bedeutet, ich will nicht Daten von Brenda mit Backdive integrieren. Das sagt überhaupt nichts aus. Ich möchte Stammdaten mit Enzymdaten integrieren, als Beispiel, oder mit den Stoffwechselwegen. Das bedeutet auch, um die Daten wirklich zu integrieren, muss man sie verstehen können. Und ich habe euch einfach mal hier so eine große Karte mitgebracht, die euch jetzt nicht unbedingt erschlagen soll, die einfach nur zeigen soll, was für unterschiedlichste Arten von Daten wir hier an der DSMZ haben und verwalten. All diese Informationen habt ihr jetzt auch gerade mehr oder weniger mitbekommen, denn wenn ich jetzt mal so einen Schritt zurücktrete und einfach nur einfärbe, aus welchen Ressourcen die kommen, dann seht ihr, dass ihr all die Datenbanken wiederfindet, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und dieses Netzwerk von Informationen wollen wir in der Zukunft weiter ausbauen und wollen das sichtbarer machen und die Daten tatsächlich integrieren. Und um das halt durchzuführen, müssen wir halt auf alle Entitäten aus allen Datenbanken gucken und wir brauchen eine neue Plattform dafür, um dann quasi alle Daten zu integrieren, alles zusammenzuführen. Genau. Anstatt sich halt immer nur um eine Domain, mit einer Domain zu beschäftigen. Und das ist der Grund, warum wir im letzten Jahr diesen Digital Diversity Hub ins Leben gerufen haben, der ja auch so ein bisschen titelgebend für meinen Vortrag war. Ihr werdet jetzt auch gleich verstehen, warum. Der Digital Diversity Hub existiert seit September 2023 und ergibt euch eine Übersicht über die Digital Diversity, also dieses Projekt, dieses Endeavor. Und es gibt Zugriff zu allen anderen Datenbanken. Das heißt, falls ihr jetzt irgendwie dachtet, oh, das ging mir jetzt alles viel zu schnell, ich habe jetzt irgendeine Datenbank gesehen, die hat mir total gut gefallen, das ist genau das, was ich brauche, dann schaut ihr in den Digital Diversity Hub nach, denn dort findet ihr einfach alle Datenbanken, die ich gerade erwähnt habe, auch nochmal mit einer Kurzbeschreibung und natürlich mit dem Link. Das heißt, das Einzige, was ihr euch hier bookmarken solltet, wäre der hub.dsmz.de. Was ihr dort ebenfalls findet, ist eine Suchfunktion, wo ihr einfach Low-Level durch alle Datenbanken suchen könnt. Ihr könnt einfach zum Beispiel in diesem Fall Corynebakterium eingeben und dann alle Informationen aus allen Datenbanken aufrufen, die dieses Schlüsselwort enthalten. Ne? Wir haben hier beispielsweise Einträge aus MediaDive, wir haben Einträge aus PhageDive und BackDive und wie man hier auf der linken Seite in den Datenbanken sehen kann, noch sehr viel mehr. Das Ganze ist im Moment ein Prototyp, das heißt, er ist auch noch in der Optimierungsphase. Das heißt, wenn ihr da irgendwelches Feedback habt, immer bitte gerne zurück an uns spiegeln. Da sind wir sehr dankbar drum. Ansonsten kann ich euch auch ans Herz legen, dort in der Suche mal nachzuschauen. Es gibt nämlich auch eine Tool-Liste. Dort findet ihr quasi alle Tools von allen Datenbanken. Das heißt, gerade wenn man sich anguckt, wie Brenda beispielsweise, das viele verschiedene zusätzliche Tools hat, und man weiß nicht so recht, wo fange ich an, wo will ich überhaupt hin mit meinem speziellen Use Case,
dann kann euch diese Toolsuche mit Sicherheit helfen. Dort findet ihr zurzeit 51 verschiedene Tools von all unseren Datenbanken. Das unterstützt auch eine Volltextsuche, wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen wollt. Und diese kleinen Tags hier, das ist eine Klassifikation mit der EDAM-Ontologie, die zum Beispiel auch von Elixir BioTools verwendet wird. Und ihr findet halt auch immer Links zu den Tools selber natürlich, aber auch zu Publikationen, falls es welche gibt, und zur Dokumentation. Und das Letzte, was ich jetzt noch erwähnen möchte, so ein bisschen für die Nerds im Raum, ist halt der programmatische Zugriff auf unsere Datenbanken. Ich habe gerade schon erwähnt, dass es einen Sparkle-Endpunkt gibt, mit dem man einen Teil der Datenbanken, zurzeit nur zwei, aber wir arbeiten dran, erreichen kann. Das hat halt eben den Charme, wie man hier an diesem Service auch sehen kann, dass man auch andere Datenbanken, die ebenfalls über einen Sparkle-Endpunkt verfügen, mit abfragen kann. Hier in dem Beispiel ist zum Beispiel UniProt gegeben. Und es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene REST-APIs. Ich habe es zwischendurch im Vortrag immer mal wieder ein bisschen erwähnt, wo man die Daten auch programmatisch abfragen kann. Aber die findet ihr auch in dieser Liste der Tools. Das heißt, da würde ich euch auch ans Herz legen, dort mal nachzuschauen. Ansonsten bin ich auch schon am Ende meines Vortrages. Ich habe euch heute einen Überblick gegeben über die DSMC Digital Diversity und ich hoffe, dass ich euch davon überzeugen konnte, dass die DSMZ ein großes Portfolio an Datenbanken für die Lebenswissenschaften bietet, dass der Digital Diversity Hub in Zukunft eben diese Vernetzung der Datenbanken stärken wird und auch als Ausgangspunkt für viele neue Tools dienen wird. Und dass er durch diese allumfassende Suche sowie die Liste aller Tools auch jetzt schon ein zentraler Zugangspunkt für all diese Datenbanken sein kann. Gut, ist die DSMZ Digital Diversity, das ist das Team dahinter, denn das mache ich natürlich nicht alles alleine. Wir sind ein großes Team und wir freuen uns auch immer über Unterstützung. Das hier oben ist noch von meinem letzten Vortrag in Japan, aber ich sage jetzt einfach trotzdem Yoroshiku onegai shimasu. Und freue mich auf Fragen. Vielen Dank, dass ihr da seid.